So, vielen Dank. Ich darf starten, freue mich hier zu sein und wollte mich auch bei Vincent und den Veranstaltern erstmal für den Mut bedanken, Vergaberecht schon mal in den Titel zu nehmen und dann auch noch zu sagen, das interessiert die jungen Leute. Also das für, Dankeschön, das trauen sich nicht viele. Bei meinem Sohn konnte ich immer punkten, dass ich gesagt habe, ich habe einen Podcast. Davor hat er sich nie dafür interessiert, aber es ist in der Tat ein total wichtiges Thema. Ich persönlich gucke ein bisschen von der Beraterseite drauf. Wir sind selber Mittelständler und beraten Auftraggeber und aber auch Bieter in allen Bereichen, ob es jetzt eine Baumaßnahme, Straßenbahnbeschaffung oder auch IT-relevante Themen sind. Es ist alles, was bei uns durchläuft. Und ich würde ganz kurz einmal den großen Überblick, den Bogen spannen, wo sich das Thema gerade so beortet. Vincent hat es schon angedeutet, die öffentliche Hand hat einen riesigen Hebel mit ihrer Beschaffung. Es geht um ein enormes Volumen. Es geistert immer so rum, 20% des Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union ist Beschaffung der öffentlichen Hand. Das ist ein enormer Geldtopf, der zur Verfügung steht. Und dieser Geldtopf, es muss man sagen, in einem relevanten Umfang in der Schublade, kann man jetzt sagen, GovTech als Begriff, sicher auch für Gründer enorm interessant. Digitalisierung ist überall drin, auch auf dem Bauprojekt spielt es inzwischen eine Rolle. Also da lässt sich sehr, sehr viel tun. Und dann die andere Zahl, die ist nicht mehr ganz aktuell. Ich glaube, Susanne wird vielleicht noch aktuellere Zahlen haben. 4% werden für Startups letztlich nur aus Geschäftsbeziehungen mit der öffentlichen Hand generiert. Also insofern, da ist jede Menge Luft nach oben. Und vielleicht, um es auch nochmal zu vergegenwärtigen, Innovation und neue Ansätze, das muss nicht der Quantencomputer sein. Es gibt in allen möglichen Bereichen, sei es jetzt eben Verkehrswende, Shuttle on Demand oder eben Telemedizin oder auch ganz praktische Sachen, wie kann ich vielleicht auch mit irgendeiner Drohne oder einer anderen Sache Waldbrände schneller detektieren. Also es können alle möglichen Sachen sein, wo Themen auftauchen und es können auch kleinere Lösungen sein, wie ich eben tatsächlich vielleicht die Kita-Platzvergabe schlauer lösen kann. Dass das Ganze existenziell ist, kommt inzwischen, muss man sagen, auch von ganz oben, von der europäischen Ebene. Frau von der Leyen hat das mitpostuliert, Europa ist eine Wissensgesellschaft und die europäische Wirtschaft muss da weiter vorankommen, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Und das geht nur, wenn man Innovationen vorantreibt. Und da ist eben auch wieder die Hebelwirkung der öffentlichen Aufträge in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir wurden also einmal eben tatsächlich in einem Leitfaden der EU-Kommission von 2021 Zugang zur Vergabe für Innovatoren erleichtern und die Vergabe für Innovatoren attraktiver gestalten, also auch Hürden abbauen, um da eben tatsächlich diese beiden Seiten besser zueinander zu bringen. Und klar, es kommt von oben runter, aber es ist auch wirklich wichtig, dass es jetzt eben auf der politischen Ebene als quasi gemeinsame Botschaft von oben nach unten weitergegeben wird. Startup-Strategie des Bundes. Inzwischen hat, glaube ich, eine relevante Zahl der Bundesländer das dann auch weiter für sich konkretisiert. Und da spielt eben tatsächlich auch wieder der Baustein mit rein. Hebelwirkung für diesen großen Topf, den zugänglich machen. Und das erfordert eben, dass Vergabeverfahren einfacher werden, dass die Anwender professionalisiert werden. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da bin ich jetzt schon wieder halb in der Diskussion. Das Vergaberecht verhindert da gar nicht so viel. Es liegt nicht an den rechtlichen Regelungen, sondern ganz häufig, muss man sagen, sind die Anwender nicht ausreichend mit Wissen ausgestattet, was sie denn eigentlich alles mit dem vergaberechtlichen Instrumentarium machen können. Und da kommt jetzt eben auch in der Start-up-Strategie des Bundes dieses Stichwort mit rein, finde ich ganz, ganz wichtig, digitalisieren und schnellere Entscheidungen der öffentlichen Hand fördern. Das ist natürlich überall gut, aber es ist auch von den Prozessen her natürlich auch für vielleicht die kleineren Marktteilnehmer wichtiger als jetzt vielleicht für so einen ganz großen Marktteilnehmer wie etablierte Unternehmen wie Siemens oder Ähnliches. Der Bund macht nicht nur, er möchte auch von möglichst vielen Marktteilnehmern oder Akteuren wissen, wie er es denn besser machen kann. Und hier geht es jetzt dann tatsächlich um die Rechtsetzungsebene.
Es gibt gerade eine Anhörung, wo wer auch immer Lust und Interesse hat, sich dazu äußern kann, was denn seiner Meinung nach am Vergaberecht besser gemacht werden kann. Und das ist eine Konsultation, wo verschiedene Aktionsfelder abgefragt werden. Und der Bund sammelt das jetzt gerade ein. Und dazu gehört eben auch Vereinfachung und Beschleunigung der Vergabeverfahren, Förderung von Mittelstand, Start-ups und Innovationen. Und alle Akteure, wer auch immer, kann sich dazu äußern und das jetzt ins Bundeswirtschaftsministerium reinspülen. Die werden da ja das eine oder andere damit zu tun haben. Wichtig ist nur zu verstehen, Vergaberecht ist nichts, was Deutschland sich selber vollständig selber gestrickt hat. EU-Richtlinien sind umzusetzen. Die geben allerdings relativ viel Spielraum auch. Und in diesem Spielraum könnte auch die Bundesregierung sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufstellen. EU-Vorgaben betreffen, und da kommen wir jetzt eben zur konkreten Anwendung, welche Spielräume gibt es und was kann man machen? Wir haben eben für die großen Vergaben oberhalb bestimmter Wertgrenzen, und das ist eine ganze Menge, beim Bauen roundabout 5 Millionen, bei den Lieferdienstleistungen etwa 200.000, bis zu denen ist es ein Bereich, wo der jeweilige Staat selber sich organisieren kann und sich Vorgaben machen kann. Das ist die Schublade links, nationale Vergaben. Bei den großen Vergaben hat die EU gesagt, da müssen wir reinsteuern. Da wollen wir ja Märkte öffnen, wollen die Chance geben, dass auch Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten auf diese Aufträge zugreifen können. Und deswegen wird das eben durch das EU-Recht geregelt. Meine persönliche Meinung schon mal vorweggenommen, da gibt es zwar mehr an Regelungen, die erlauben aber auch schon ziemlich viel und die sind auch ganz gut. Uns erwischt so ein bisschen unser föderales System, dass dann viele Akteure auf der staatlichen Ebene, also konkret die Bundesländer in Deutschland, dann sagen, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, und dann sich nochmal ihr eigenes Vergabegesetz on top geben, wo sie alles Mögliche nochmal regeln. Bayern ist da, muss man sagen, aus meiner Sicht eine löbliche Ausnahme, weil da eben ziemlich wenig nochmal on top geregelt ist. Da gibt es ein gewisses Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle, dass man hier, sage ich mal, relativ viel Spielräume gibt. Da sehen wir gleich noch. Wenn wir von Innovation reden, gibt es einen kleinen Ansatzpunkt. Am schönsten bei der Vergabe ist für viele Anwender, wenn man sie gar nicht quasi als Vergabe durchführen muss, also Ausnahmetatbestände. Und da gibt es einen, den man eben doch irgendwann mal gehört haben sollte, nämlich für Forschungs- und Entwicklungsleistungen. Da komme ich quasi aus diesem Vergaberecht als vorgegebenen Prozess gleich wieder raus. Und das muss eben auch nicht unbedingt nur der Quantencomputer sein, der da drunter fällt, in diese Definition, die schrecklich formuliert ist. Es ist eine der unklarsten Normen, die es im Vergaberecht gibt. Da fällt eine ganze Menge weiteres auch noch drunter. Und weil das so eine schrecklich formulierte Norm ist, habe ich hier mal einen Link mit dazu gepackt. Da hat sich, ich glaube, da geht es um Endlager oder also, sag ich mal, im Atomumfeld hat eine Behörde sich mal die Mühe gemacht, da eine Checkliste zu basteln, wann ich da reinfalle oder nicht in diese Forschungsausnahme, und die finde ich wirklich sehr gut. Deswegen hängt hier der Link dran. Sie kriegen, Vincent, ich glaube, wir stellen das hinterher alles zur Verfügung. Ja. So, da nochmal die Wertgrenzen, ab dem das EU-Recht gilt. Vielleicht, warum auch da wieder der Anwender möchte immer gern aus dem Vergaberecht so schnell wie möglich wieder raus und möglichst auch nicht in das EU-Vergaberecht rein. Warum diese Angst vor dem EU-Vergaberecht? Da gibt's Rechtsschutz für unterlegene Bieter. Also im quasi nur nationalen Haushaltsrecht gibt es eine Revision, die drauf guckt, oder einen Rechnungshof, der drauf guckt. Im EU-Vergaberecht kann ein Unternehmen, was meint, dass es eben zu Unrecht aus einem Verfahren ausgeschieden ist, das vor den Vergabekammern geltend machen. Und das ist auch ein sehr unternehmerfreundlicher Rechtsschutz. Da brauche ich auch keinen Anwalt für in der ersten Instanz, das kann ich selber machen. Also davor besteht eben die Angst, dass mein politisch
ja, sage ich mal, häufig eh nicht mit Puffern ausgestattetes Projekt, wo eh schon alles irgendwo auf einem nicht mehr so ganz grünen Pfad ist, dass da eben noch so ein Rechtsschutzverfahren reingrätscht und das Projekt dann eben nicht wie notwendig durchgeführt werden kann, also eben die Kita-Anmeldungs-App nicht zur Verfügung steht oder wie auch immer. Und das ist dann eben der politische GAU, weswegen man eben so Angst hat, Vergaberecht überhaupt anzuwenden und schon gar das EU-Vergaberecht. Allerdings muss man auch wieder die Angst nehmen. Statistisch ist das außerordentlich selten, wenn man betrachtet auf die Gesamtmenge der Vergaben, dass diese Rechtsmittel tatsächlich in Anspruch genommen werden. Und für die Anwender muss man aber eben tatsächlich eben immer so ein bisschen Angst abbauen und sagen, klar gibt es viele Regeln, aber ganz viel grottige Vergaben laufen durch und da passiert nichts. Und deswegen lasst euch nicht von der Angst sozusagen in euren Entscheidungen nur hauptsächlich treiben, sondern versucht es ordentlich anzuwenden und dann kommt ihr auch mit den Risiken klar. So, und wenn man jetzt sich anschaut, ja, wo kann es denn Innovation geben? Und wenn man vielleicht auch sagt, muss es denn gleich das ganz große Riesenprojekt sein, wo man dann eben mit Forschungsausnahme und großvolumig unterwegs ist? Vielleicht kann man eben tatsächlich auch schauen, auch für die Startups tatsächlich als interessante Spielwiese, was denn eben an kleinen Sachen geht. Und da gibt es eben tatsächlich im niedrigeren Wertbereich die Möglichkeit, dass man eben sagt, bei so kleinen wirtschaftlichen Volumina gibt es eben auch weniger komplexe Verfahren, schlankere Verfahren, wo eben tatsächlich eine Direktvergabe bei kleinen Aufträgen möglich ist oder eben tatsächlich auch Verfahren, wo man eben sagt, der Auftraggeber kann einen vorausgewählten Kreis von 3 oder 5 Unternehmen direkt ansprechen und mit denen dann eben auch relativ schlank zu einer Entscheidung gelangen. Und das ist durchaus, muss man sagen, ja, sozusagen als Testballon in dem Sinne von Machbarkeitsstudien, ersten Ansätzen, häufig tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache. Die Frage ist, wie geht's weiter? Da hat man manchmal dann Urheberrechtsthemen, wo man schauen muss, wie es dann weitergeht. Aber vielleicht auch da eine Sorge nehmen, eher für die Unternehmensseite, wenn ich schon mal in so einem Vorauftrag drin war, heißt das nicht, dass ich dann irgendwie gesperrt bin für den nächsten Auftrag, der da kommt. Wichtig ist eben nur, dass die beschaffende Stelle eben dann darauf aufpasst, dass es dann eben gleichwohl ein faires Verfahren ist und allen anderen notwendige Informationen, die sie brauchen, um eben auch ein Angebot abzugeben, dann eben gleichermaßen zur Verfügung stellt. So, und das ist so ein bisschen jetzt mal auch eine These. Vielleicht kann man eben tatsächlich mal mit kleinen Aufträgen starten und tatsächlich Spielräume im nationalen Vergaberecht nutzen. Ich hatte mal so eine ähnliche Runde an anderer Stelle, wo eben auch, muss man sagen, eine Kommune da sehr offen gesprochen hat und gesagt hat, naja, ehrlicherweise, das, was wir so ein bisschen abgedrehter und innovativer machen, das schieben wir zu unserem Stadtwerk. Die können nämlich bis 200.000 oder vielleicht sogar mehr machen, was sie wollen. Und dann muss ich nicht, wie ich als Kommune, direkt eben schon ab, das war nicht in Bayern, wo es sehr komfortable Freigrenzen gibt, muss ich nicht schon ab 25.000 ein ausgewachsenes, richtiges Vergabeverfahren machen. Und damit kommen wir gut klar. So, das kann aber eigentlich nicht der Königsweg sein, ist aber in der Praxis, muss man sagen, eine Lösung, mit der diese Kommune so im Bereich Smart City erstmal ganz gut gefahren ist. So, und das ist jetzt hier nicht ganz aktuell. Die Freigrenzen sind verlängert worden, aber das muss man sagen, da ist Bayern schon, gibt da sehr viel Spielraum, bis zu welchen Grenzen ich hier eben in diesem nationalen Recht erstmal tatsächlich frei agieren kann. Direktauftrag bis 25.000 Euro und tatsächlich eine Verhandlungsvergabe und eine beschränkte Ausschreibung, also diese Verfahrensarten, wo ich direkt auf einen bestimmten Kreis von Unternehmen zugehen kann, bis 100.000 Euro und dann eben sozusagen auch nochmal erweitert für alles, was eben damit zu tun hat. Und ich glaube, es ist, weiß gerade gar nicht, ob hier jetzt jemand kundig ist. Ich glaube, Sie haben sogar noch mehr erweitert, dass dieser Corona-Bezug gar nicht mehr unbedingt gegeben sein muss. Also es ist in Bayern sehr viel Spielraum. Da muss man sagen, auf der Bundesebene müssen schon für zum Teil 3.000 Euro Vergaben quasi ein ausgewachsenes Vergabeverfahren durchgeführt werden,
Ich finde es persönlich gut, dass diese Freiräume gegeben sind. Das heißt ja nicht, dass das sozusagen im rechtsfreien Raum passiert. Also auch eine Verhandlungsvergabe muss ein faires Verfahren sein, wo alle die gleichen Informationen bekommen, wo man transparent und gleich behandelnd vorgeht. Aber es ist trotzdem eben ein deutlich größerer Spielraum als in einer Vergabe, wo ich eben wirklich das volle Programm, wo wir gleich sehen werden, eben angefangen von Eignungsanforderungen, die ich erstmal formulieren muss, an den Markt bringe. Also ich bin, muss ich sagen, persönlich ein großer Fan von den bayerischen Freigrenzen und deren Ausgestaltung, weil dort eben tatsächlich in vielen Punkten sehr anwendbare und gut nutzbare Lösungen trotzdem möglich sind. So, und jetzt kommen wir eben tatsächlich zu den mehr praktischen Themen, wo wir nachher auch noch tiefer einsteigen. Ich kann als Auftraggeber, am Ende aller Tage fängt es immer damit an, dass ich erstmal definieren muss, was brauche ich denn eigentlich? Und da geht es erstmal los, dass man ja erstmal eine Vorstellung braucht, was kann es denn überhaupt als Lösung geben für das, was ich hier an Problem habe? Sodass eben diese Vorphase, bevor ich überhaupt in irgendeiner Form formal an den Markt herantrete. Die ist ganz, ganz zentral. Und dieses Wissen, was es am Markt denn überhaupt so gibt, ist auch die allererste und wichtigste Stellschraube. Da hören wir nachher auch noch ganz viel von. Hier gibt es dann, sage ich mal, manchmal einen Punkt, wo man dann gerne drauf springt. Gerne auch von den Startups werden wir das häufig gefragt. Jetzt habe ich hier doch meine tolle innovative Idee. Das kann doch nur ich und dann kann doch der Auftrag auch nur zu mir kommen. Da muss man sagen, dieses Thema Alleinstellungsmerkmal USP, da ist die rechtliche Hürde relativ hoch, bis ich dieses Thema ziehen kann. Also es kommt auch nicht darauf an, dass es vielleicht mit einem Weg oder einer Lösung besonders gut klappt, sondern man muss tatsächlich sagen, der Bedarf kann wirklich nur mit dieser Lösung überhaupt gedeckt werden. Und da ist auch diese Themen, die ich als Privatmensch mir leisten kann, dass ich sage, mit diesem Partner und dieser Lösung fühle ich mich am wohlsten. Diesen weichen Ansatz, den gibt's halt nicht im sage ich mal, berechtigterweise gibt's den nicht, in der Herangehensweise, dass ich eben nicht mein eigenes Geld ausgebe, sondern das Steuergeld. Und insofern ist dieser Schritt, wir sind innovativ unterwegs und ich habe doch jetzt hier eben meine Innovation, deswegen darf ich doch auf der Basis eine Direktvergabe rechtfertigen. Den kann es geben, den kann es aber wirklich nur sehr ausnahmsweise geben und den muss man gut begründen. Nichtsdestotrotz ist eben das Thema Markterkundung ganz zentral und auch gerade wenn man dann als Beschaffer auf dieses Thema USP sich draufsetzen will und sagen, ja, nur der kann das, muss ich das mit einer Markterkundung auch hinterlegen und rechtfertigen, dass das tatsächlich so ist. Das hier ist egal, auch wenn es jetzt nicht eben, wie gesagt, Rocket Science oder was ganz Neues ist, ist der entscheidende Hebel meinem Verständnis nach, um, sag ich mal, bessere Lösungen zu generieren. Es gibt ganz viele Beschaffungen, dort hat man aus der Schublade oder ja wo auch immer her eben eine genaue Beschreibung, was denn beschafft werden soll. Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen, also eine ganz detaillierte Beschreibung bis zur letzten Schraube, was denn beschafft werden soll. Das ist natürlich per se nicht wirklich lösungs- oder innovationsoffen. Und deswegen ist es ein anderer Weg, der nicht unbedingt ein einfacherer ist, dass man eben die Aufgabe, die Funktion beschreibt, die am Ende aller Tage erbracht werden muss und damit aber den Weg, wie diese Aufgabe dann gelöst werden soll, ein Stück weit offen lässt. Das ist nicht einfacher, da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Das ist auch zu kurz gesprungen, zu sagen, das soll rauskommen, weil ich muss mir auch bei dieser Funktion ja sehr gut überlegen, in was für einem Kontext steht die und wie beschreibe ich die im Einzelnen. Aber damit generiere ich ganz, ganz viel Möglichkeiten für verschiedene Lösungen, mehr Wettbewerb, was eben am Ende aller Tage auch, davon bin ich auch überzeugt, zu besseren und wirtschaftlicheren Beschaffungen führt. Es gibt einen ganzen bunten Werkzeugkasten an Verfahrensarten, auch bei den großen Vergaben, die innovationsoffen sind. Das sind vor allem eben die hier niedergelegten.
Wir kriegen jetzt relativ oft die Frage, wir machen doch irgendwas mit Innovation. Da ist doch sicher die Innovationspartnerschaft das richtige Verfahren. Das ist wirklich, muss man sagen, aus diesem Werkzeugkasten, den die EU-Kommission da gebastelt hat, schon das abgefahrenste Instrument. Also da geht es wirklich um Erfindung. Wir hatten da mal mit zu tun, da hat der Deutsche Wetterdienst was ausgeschrieben. Deren Bedarf war, dass man ein Instrument oder ein Messgerät für den Einsatz in den Wetterstationen hat, was in der Lage ist, zwischen großen Regentropfen und Hagelkörnern zu unterscheiden. Ja, das ist für die Landwirtschaft enorm wichtig. Die hatten ein Grundlagenforschungspatent, was auch für den Deutschen Wetterdienst patentiert war, und haben gesagt, wir suchen jemand, der mit uns zusammen auf Basis dieser Grundlagenforschung das Ganze zu einem einsatzreifen Messgerät entwickelt und das sozusagen erst erforscht, entwickelt, und dann wird einem der potenziellen Partner, der eben am erfolgreichsten entwickelt, das Ganze dann eben auch herstellt und beliefert. Also das ist schon etwas, was ziemlich abgedreht ist. Für viele andere innovative Leistungen ist eigentlich ein schon ein bisschen altmodisches Standardverfahren, das Verhandlungsverfahren, vollkommen ausreichend und bietet damit auch gute Möglichkeiten. Attraktiver für Startups werden, nicht zu viele Hürden aufbauen. Das ist nicht nur für die Startups gut, auch für viele Mittelständler. Wir nehmen häufig wahr, dass eben eine große, sag ich mal, Rechtfertigungsdruck bei Beschaffern da ist, dass man eben sagt, wenn das schief geht, dann werde ich gekreuzigt und dann frage ich doch lieber noch was ab und lass mir noch eine Bilanz vorlegen und noch eine Referenz mehr. Das führt dazu, dass Märkte oder ja der Wettbewerb verengt wird. Und man muss auch sagen, vergaberechtlich ist es eigentlich auch gefordert, da angemessen ranzugehen und da nicht zu sehr das Ganze zu überspannen. Und da gibt es sicher auch viele Ansätze, die das Vergaberecht bietet. Die Eignungsanforderungen, die im Gesetz drinstehen oder in den Verordnungen, sind nur eine Auswahlmöglichkeit. Ich muss davon nichts nehmen, sondern ich sollte wirklich nur das als Forderung aufstehen, was wirklich notwendig ist, um diese Leistung hinterher ordentlich zu erbringen. Ganz häufig muss man sagen, für eine relativ überschaubare, wissensgetriebene Leistung brauche ich keine Hunderte von Mitarbeitern. Umsatz ist, sage ich mal, auch häufig mittelmäßig aussagekräftig. Walter Bauer als großes Bauunternehmen hatte super Umsätze, kurz bevor sie Insolvenz angemeldet haben. Also insofern ist das, ja, wie gesagt, häufig nicht wirklich der entscheidende Hebel. Ich kann mich zum Beispiel auch beim Umsatz als Auftraggeber auch überlegen, wofür will ich den denn wissen? Will ich den als Risikomasse wissen, also als Sicherheit, wenn es hinterher Mängel gibt? Dafür ist es, wie gesagt, nicht richtig aussagekräftig. Da lasse ich mir doch lieber versprechen, dass oder zusagen, dass im Auftragsfall eine gescheite Versicherung abgeschlossen wird, die sehr viele Risiken abdeckt. Bei Referenzen ist es sicher auch hilfreich und ausreichend, wenn man sagt, genau so ein Projekt hast du noch nicht gemacht, musst du auch nicht gemacht haben, es ist innovativ. Aber du hast mehrere kleine Projekte gemacht, in denen vielleicht Teile der notwendigen Kompetenz in verschiedenen Projekten abgedeckt waren. Auch das reicht. Man könnte auch sagen, jemand hat noch nicht in dieser Legal Entity diese Referenzen, aber er war davor in einem größeren Unternehmen und hat genau solche Projekte dort als Projektleiter abgewickelt. Wenn es um das Notwendige, die Kompetenz, die man prüfen und abfragen will, wenn das im Wesentlichen Wissen ist und Prozess-Know-how, dann kann ich das auch auf so einer Ebene abfragen. Das wäre alles vergaberechtlich möglich. Aber wie gesagt, der Rechtfertigungsdruck ist nicht zu unterschätzen, wozu auch eine gewisse, muss man sagen, Rechtfertigung oder Verwaltungskultur gehört, die sowas dann auch mitträgt. Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern. Im Moment gibt es eine Vielfalt von Veröffentlichungsplattformen in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, Vergabemarktplatz NRW, Staatsanzeiger Baden-Württemberg. Jetzt gibt es was. Alle Aufträge an einem Ort. Eine super Sache eigentlich. Vielleicht ist es meine individuelle Erfahrung. Um dort sich zu registrieren, braucht man einen Unternehmens-Elster-Zugang. Den habe ich bei uns jetzt erstmal erfragt, habe mich registriert und warte seit
guten 2 Wochen darauf, dass die weitere Registrierungsanforderung mir per Post zugestellt wird. Also deswegen kann ich zur Qualität dieser Plattform noch nichts sagen, weil ich noch nicht auf sie zugreifen konnte. Aber dieser Schritt ist natürlich erstmal wieder so ein bisschen bremst die Euphorie so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist das eine super Sache, dass man jetzt auch in Deutschland eben eine Wissensquelle hat, auch für die ganzen kleinen Aufträge auf der kommunalen Ebene, die man sich vorher entweder von einem kommerziellen Dienstleister zusammensuchen lassen musste oder selber irgendwie einen armen Studenten dafür hatte, der das alles durchsucht hat. So, und wenn man jetzt sagt, ganz, ganz viel soll der öffentliche Auftraggeber besser machen, es geht in beide Richtungen. Auch damit es richtig gut läuft, müssten auch die Startups gut mitmachen und sich auf diesen Prozess einlassen, weil es wird immer noch ein bisschen formaler Prozess bleiben. Man muss genau arbeiten, wenn es nicht klar ist, Fragen stellen und sich eben tatsächlich auch gedanklich auf das mühselige, ja, manchmal so ein bisschen mühselige Geschäft mit der öffentlichen Hand einlassen. Und wenn aber beide Seiten ein Stück weit sich wirklich öffnen und auch drauf einlassen, dann sehe ich da schon sehr, sehr viel Potenziale und ich freue mich auf die Diskussion nachher.